Okay, ihr werdet die Zinsen noch einmal anheben, aber dann macht bitte eine Pause. Das ist nicht nur die Forderung von Politikern wie Elizabeth Warren oder Bernie Sanders von den US-Demokraten, sondern vor allem auch von den Medien, denn der Bankenstress ist doch gewaltig. Gestern hatten wir diesen Abverkauf bei den US-Banken gesehen. Dementsprechend Forderungen von CNBC, etwa dem Börsensender oder etwa auch von der USA Today, einer der größten Zeitungen in den USA. Okay, die Fed wird die Zinsen nochmal anheben, aber dann eine Pause signalisieren in ihrem Kampf gegen die Inflation. Aber wird genau das passieren? Wird Paul dann auf der Pressekonferenz wirklich sagen, okay, das war's jetzt erstmal, jetzt werden wir die Zinsen nicht mehr anheben? Schauen wir mal. Auf jeden Fall sehen wir das jetzt, wenn diese Zinsanhebung heute kommt, wovon sehr wahrscheinlich auszugehen ist, dann wären die Zinsen genauso hoch wie bei dem letzten Zinsanhebungszyklus, den wir relevant hatten, etwa zwischen 2004 und 2006. Die Fed hat ja dann nochmal 2018 versucht, die Zinsen anzuheben und dann schnell wieder rückgängig gemacht, nachdem die Aktienmärkte abverkauft hatten. Man wird auch darauf achten, was die Fed in Sachen Bilanzreduzierung sagt, also das Quantitative Tightening. Ob das weitergeht, das wird ein wichtiger Punkt. Jetzt schauen wir uns mal die Fed Fund Futures an, also die Zins Futures, die die Wahrscheinlichkeit von Zinsanhebungen bepreisen. Da sieht man, okay, das wird heute zu 87% etwa nochmal eine Zinsanhebung geben. Und dann geht man davon aus, dass wahrscheinlich spätestens im September mit einer Wahrscheinlichkeit von 49% die Zinsen wieder gesenkt werden. Und wenn wir uns mal angucken, dann etwa den 13.12., dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen über 5% liegen, nur noch bei 1% und geht dann auf 0%. Also die Fed Fund Futures sagen, ihr werdet die Zinsen senken, obwohl die Fed ja immer gesagt hat, nein, 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 wir werden die Zinsen lange oben lassen. Wird das also passieren, zumal Paul eben jetzt wirklich unter Druck ist, politisch unter Druck ist oder von Seiten der Politik unter Druck ist und immer mehr sagen, ja, ihr habt schließlich zu viel Geld gedruckt und dann habt ihr die Inflation negiert und viel zu spät dann die Zinsen angehoben und vor allem zu schnell angehoben. Das hat der ehemalige US-Finanzminister Mnuchin gestern auch noch mal gesagt. Also da ist nicht nur Skandal um Insider-Trading, da mussten ja einige Fed-Mitglieder sogar zurücktreten, sondern eben auch dieses, naja, Versagen in Sachen Inflation, was dann dazu geführt hat, dass die Fed die Zinsen sehr schnell angehoben hat, was wiederum dann die Bankenkrise ausgelöst hat. Also da ist jetzt richtig Druck auf dem Kessel in der Haut von Jerome Powell, möchte ich nicht stecken, no pivot. Vielleicht bringt er dieses Schild mit, denn Paul hat ja nach wie vor und die Fed haben ja nach wie vor ein Problem mit der Inflation. Also, was kann man da tun? Kann man dann, ups, falsche Richtung, kann man dann einfach sagen, okay, wir werden jetzt mal die Zinsen pausieren oder mit den Zinsanhebungen pausieren? Aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich, dass das wirklich explizit von Paul gesagt werden wird, denn wie Bernanke schon gesagt hat, du musst praktisch nur deine Folterwerkzeuge zeigen, aber du musst sie nicht schlichtweg anwenden. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, wir sagen jetzt mal ganz klar, wir machen eine Zinspause, dann legst du dich fest. Das wird Paul vermeiden wollen, denn er wird ja nach wie vor reagieren wollen oder die Fed wird nach wie vor reagieren wollen auf die Daten, die da kommen. Und Ähnliches hat gestern Richard Clary da gesagt, das ehemalige Fed-Mitglied. Erstens, die Zinsen müssen angehoben werden, denn sonst entsteht die Frage, naja, was weiß die Fed, was wir nicht wissen. Das könnte wiederum Panik an den Märkten auslösen, also wird man das nicht tun. Und Clary da hat auch einen Satz gesagt, den ich sehr interessant finde. Der hat gesagt, ja, würde Paul jetzt sagen, wir machen eine Pause, dann würden die Märkte verstehen, okay, die Fed ist jetzt fertig mit den Zinsanhebungen. Würde Paul zweimal sagen, wir machen eine Pause, dann würden die Märkte denken, ja, er wird jetzt bald die Zinsen senken, aber diesen Eindruck wird Paul vermeiden wollen. Gerade deshalb, weil er eben und weil die Fed insgesamt eben bei der Inflation zu lange gepennt hat und so erwartete zwar Goldman Sachs eine Pause bei den Zinsanhebungen, aber mit einem hawkischen Bias, also mit letztendlich der Ansage, naja, aber wir gucken auf die Inflation. Wenn die Inflation nicht runterkommt, müssen wir die Zinsen weiter anheben. Und hier unten in dieser Grafik sehen wir mal den Inflationsdruck, da sehen wir die Kernrate, wie auch die Kernrate
ohne Housing im Dienstleistungssektor. Das ist ja für Paul erklärtermaßen und für andere FED-Mitglieder erklärtermaßen die Kategorie, auf die man besonders achtet. Und diese Inflation, die war nie wirklich unter 5,5%, also die Kerninflation ohne Nahrung und Energie. Also nach wie vor viel zu hoch. Und jetzt hier die Cleveland Fed mit dem Inflation Tracker, also praktisch Inflation Now Estimates, also die Schätzungen, wie jetzt die nächsten Inflationsdaten, die ja in der nächsten Woche schon veröffentlicht werden, ausfallen werden. Und siehe da, da sind wir jetzt wieder über der 5%-Marke. Also man geht davon aus, oder zumindest gehen die Prognosen davon aus, dass die nächsten Inflationsdaten höher werden als die Inflationsdaten aus dem letzten Monat. Und das ist aus meiner Sicht ein Problem für Paul. Deswegen wird er nicht klar sagen, ja, jetzt Schluss, wir machen erstmal eine Pause und gucken dann weiter, sondern er wird sagen, okay, wir heben jetzt die Zinsen nochmal an und dann warten wir ab, wie das Ganze wirkt. Also indirekt vielleicht schon eine Pause signalisieren, aber eben auch klar sagen, nach wie vor gucken wir, wie eben die Inflationsentwicklung ist. Nach wie vor ist der Arbeitsmarkt sehr, sehr eng, auch wenn wir gestern bei den JOLTS gesehen haben, dass die angebotenen Stellen durchaus weniger werden. Aber nach wie vor gibt es eben auf jeden Arbeitslosen 1,64 offene Stellen in den USA. Also nach wie vor ist der Arbeitsmarkt eng. Und solange das der Fall ist, wird die Fed aus meiner Sicht die Zinsen nicht wirklich senken, auch wenn wir zunächst mal ja diesen starken Abverkauf nicht nur gestern, sondern ja schon vorgestern gesehen haben bei den Regionalbanken. Schauen wir uns mal einige dieser Regionalbanken an. Da sehen wir -75%, etwa HomeStreet, PacWest, -71%, Zions Bank, -51%. Also die sind richtig unter die Räder gekommen. Und wir sehen, dass die Kreditvergabekriterien immer rigider werden, weil die Banken schlichtweg eben ihr Geld zusammenhalten und dementsprechend weniger Kredite vergeben. Die Fed hat jetzt schon Informationen über die sogenannten Fed Loan Officers, also das sind interne Daten zunächst mal der Fed, die wie bei der EZB signalisieren, okay, so und so schaut es aus mit der Kreditvergabe. Diese Daten liegen der Fed schon vor, aber den Märkten noch nicht. Das wird also interessant sein, ob es da Aussagen dazu gibt von Jerome Powell. Und hier sehen wir mal die Geschichte der Bankenpleiten in den USA seit dem Jahr 2000. Dann sehen wir hier die Finanzkrise, natürlich fetter Balken oder fette Blase hier mit Lehman Brothers. Das ging hier ziemlich nach oben, aber jetzt haben wir im Prinzip drei Bankenpleiten in den letzten zwei Monaten gesehen und das ist schon eine richtig gute Strecke, das ist schon ziemlich heftig, was da passiert ist. Und hier sehen wir mal das ETF für die Regionalbanken, KRE, aus dieser bärischen Wedge nach unten ausgebrochen, also richtig Stress im System, da ist wirklich einiges im Argen und das obwohl uns gestern oder vorgestern ja Jamie Dimon, der JP Morgan Chef, gesagt hat, also die Bankenkrise ist erst einmal vorbei, jeder kann jetzt mal tief durchatmen. Dieses Durchatmen hat nicht sehr lange gedauert und durchatmen kann auch nicht Janet Yellen, denn wir sehen, dass hier das Konto des Finanzministeriums mal in einem Tag um 78 Milliarden Dollar gefallen ist. Dementsprechend drückt also diese Schuldenobergrenze immer näher, möglicherweise wirklich dann schon Anfang Juni und nicht erst im Laufe des Juni. Rechts sehen wir, wie die Credit Default Swaps, also die Kreditausfallversicherungen reagieren. Die schießen immer weiter nach oben, also ein Zahlungsausfall wird von den Märkten als immer wahrscheinlicher gesehen. Und dennoch, der Dollar schaut bullisch aus. Der ist ja zuletzt unter Druck gewesen, aber hier sehen wir jede Menge positive Divergenzen. Wir sind zunächst mal aus diesem Abwärtstrendkanal ausgebrochen, dann so ein bisschen eine Umkehrkerze. Heute sehen wir, dass der Dollar wieder schwächer ist, aber das würde insgesamt übergeordnet für einen stärkeren Dollar sprechen in nächster Zeit. Und wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, dann sehen wir hier die Minuszeichen noch einigermaßen moderat an der Wall Street. Der VIX war schon über 19. Vorgestern bei 16, dann über 19 gestiegen, jetzt wieder runter auf 17,78. Und hier sehen wir mal, wie man mit diesen Zero-DTE-Optionen zocken kann, also diesen Optionen, die noch am selben Tag verfallen. Da ist zum Beispiel eine solche Option, die ist von 40, die gestern ausgelaufen ist, also Zero-DTE, die ist von 40 Cent, 0,4 Dollar, auf 16 Dollar gestiegen und dann wieder auf 0,05 Dollar, also auf 5 Cent runtergefallen und das alles in 5 Stunden. Das zeigt, warum das so beliebt ist, dieses Instrument mit diesen Zero-DTE-Optionen, weil einfach diese Hebelwirkung so gigantisch ist. Wer da für 40 Cent gekauft hat und dann die Strecke mitgenommen hat bis 16 Dollar, der
dürfte richtig happy gewesen sein am gestrigen Tag und gestern auch mal wieder richtig dickes Volumen. Wir hatten etwa hier beim SPY und dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500 das größte Volumen seit mindestens einem Monat, das erste Mal wieder seit langer Zeit über 100 Millionen Kontrakte und nach wie vor ist ja viel die Rede, oh, ist ja so dicke Short-Positionierung, größte Short-Positionierung seit Jahren. Tendenziell richtig, faktisch aber falsch, denn hier, das sind weitgehend Absicherungspositionen, das sind Hedging-Positionen, vor allem von Hedgefonds, die überwiegend long sind, vor allem in Tech-Aktien. Das heißt, die sichern sich nur ab auf der Unterseite. Die sind nicht netto short, sondern die sind netto nach wie vor sehr long. Und dass die Stimmung jetzt nicht gerade super bärisch ist, wie immer gesagt wird, das zeigt auch das Twitter-Sentiment. Goldman Sachs hat hier einen Index, der dieses Twitter-Sentiment erfasst. Also wie ist die Stimmung, bullish oder nicht so bullisch, und wir sehen, das ist jetzt nicht ausgemacht bärisch und auch nicht ausgemacht bullisch ist eigentlich das, was bei der Berichtssaison bisher passiert ist. So sagt etwa die Deutsche Bank, wow, 80% der Unternehmen haben die Erwartungen geschlagen. Okay, super, wenn du vorher praktisch die Gewinnerwartung so deutlich gesenkt hast. Von $220 ist das runtergegangen um $54 auf unter $170 pro Aktie. Gewinn im S&P 500, also ein Wunder, dass das passiert ist, kann man sagen. Und hier nochmal auch diese ganze KI-Geschichte. Wir wissen ja, dass je öfter man KI, Artificial Intelligence erwähnt, seitens der Tech-Unternehmen vor allem, umso bullischer. Hier sehen wir unten in dieser Grafik, wie stark das nach oben gegangen ist mit dieser KI-Erwähnung. Wir sehen, dass gestern ja Check, eine Online-Hausaufgaben-Lernplattform in den USA, praktisch sich halbiert hat, weil man gesagt hat, ChatGPT ist eine richtige, eine absolute Konkurrenz jetzt für uns. Die brauchen uns immer weniger, weil eben ChatGPT diese Aufgabe erledigt. Und hier sehen wir mal Goldman Sachs, die sagen, ein interessanter Punkt, die Diskussion ist jetzt weggegangen von den potenziellen Gewinnern von ChatGPT zu den potenziellen Verlierern. Jedes Unternehmen muss jetzt im Grunde nachweisen, dass sie durch die KI nicht massive Nachteile hat, also dass das Geschäftsmodell weiterhin funktioniert. Und heute noch 14.15 Uhr die ADP-Arbeitsmarktdaten, Erwartung 148.000. Wir haben ja jetzt die Situation, dass bei den Berichten der S&P 500 Unternehmen das erste Mal mehr Jobcuts erwähnt werden, also Jobstreichungen als Labor Shortage, also als ein Mangel an Arbeitskräften. Diese Daten um 14.15 Uhr werden wir bei Finanzmarktwelt bringen, um 16 Uhr dann der ISM-Index, Dienstleistung, auch das werden wir bringen, und natürlich 20 Uhr dann die Entscheidung der Fed und 20.30 Uhr die Pressekonferenz von Jerome Powell. Alles auf finanzmarktwelt.de. Vor der Fed nochmal ein Marktgeflüster und jetzt noch zwei Hinweise. Bankenkrise, die Wetten auf einen Crash von Bankaktien steigen in den USA. Also viele wetten jetzt auf weiter fallende Bankaktien, vor allem aus dem Regionalbereich. Erster Hinweis und zweiter Hinweis. Naja, aber was macht eigentlich die EZB? Die ist ja dann am Donnerstag dran und die Inflation war jetzt nicht so super hoch. Das könnte bedeuten, dass die EZB ein bisschen weniger hawkisch wird und das vielleicht auch den Euro unter Druck bringt. Das würde korrespondieren mit der von mir erwarteten Dollarstärke in nächster Zeit. Das ist die zweite Empfehlung. Jetzt empfehle ich mich und sage erst einmal Servus und Ciao.